auf dem Dach hinkriegt, der schafft auch so eine alberne Rolle. Aber kannst du das nicht nochmal vormachen und ich mach's dann nach? Ab jetzt machst du mir gar nichts mehr nach, kapisch? Na komm schon. Aber das... Ja, komm her. Es ist echt cool, eine Schwester zu haben, die immer zu mir hält. Sogar dann, wenn ich es gar nicht verdient habe. Der Penner, der Leila mal abkriegt, ist ein verdammter Glückspilz. Glückspilz. Hab ich. Sag mal, kann mir eigentlich mal einer erklären, warum ich hier für Monier die Tipps mache? Hat er nicht selber einen Computer? Du bist doch schon erlöst, Bruno. Das war's. Also ich find's echt süß, was Monier geschrieben hat. Das mit den Geschwistern war eine super Idee von dir. Wann kommen eigentlich die Artikel von dir und Vivian, Nino? Vivian wollte ihren mehlen. Ja, und deiner? Komm schon. Wir wissen doch alle, dass Vivian nicht ganz einfach ist. Ja, und außerdem hieß das morgen sowieso jeder. Eben. Also schieß schon los, komm. Vivian Morante, meine sehr spezielle neue Schwester. Ja, wir hören. Warte. Neugierig? Willst du es lesen? Nee, danke. Ich kann mir vorstellen, was drin steht. Kann losgehen. Hör dir das an. Für Zuhören zur Geduldsprobe, weil mein Brüderlein etwas länger braucht, um einen einfachen Satz zu Ende zu bringen. Besonders, wenn eine Vertreterin des weiblichen Geschlechtes in der Nähe ist. Kommt noch schlimmer. Ich kann nicht mehr. Los, noch einmal. Geschafft? Ja. Fast alleine. Jedenfalls turnst du die Übung morgen genauso vor. Okay. Bleibst du denn? Es ist doch Generalprobe. Du, ich hatte eine super Idee. Ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass ich voll Rückenschmerzen habe. Ich glaube, ich will das besser nicht hören. Meine Mama hat gesagt, ich soll damit sofort zum Arzt gehen und darf auf keinen Fall Sport mitmachen. Du weißt doch, dass du das kannst. Nicht, wenn alle glotzen. Dann stell sie dir halt Tütü vor oder sonst irgendwie bescheuert. So würdest du es machen. Und ich soll nicht mehr alles so machen wie du. Also, kannst du Hanak bitte sagen, dass ich beim Arzt bin? Ja, klar. Und Philipp wird sich sicher auch freuen. Feiglinge kann man nämlich super weiter dissen. Sie hat ja gar nichts verändert. Hätte ich ihr nie zugetraut. Und in Zukunft sagt es mir, wenn euch was stinkt. Dann braucht ihr es nicht mehr in die Zeitung zu schreiben. Hallo, wollen Sie vielleicht auch unsere neue Schülerzeitung? Danke. Nino, komm mal bitte kurz. Sag mal, von wem stammt eigentlich dieses seltsame Gedicht? Da habe ich echt keine Ahnung. Es ist anonym reingekommen. Okay. Hier. Hab einen Bruder, den ich nie sehe. Hab eine Mutter, kälter als Schnee. Hab einen Vater, davongerannt. Hab nur meinen Hass. Tief eingebrannt. Gruselig, oder?
Hast du gelesen, was Nino über dich geschrieben hat? Keine Silbe davon hast du verdient. Auf meine Patchwork-Schwester bin ich vom ganzen Herz stolz und bedauere sehr, dass sie nicht meine echte Schwester ist. Sie besitzt Witz, Grips und eine tüchtige Portion Ironie. Von ihrer scharfzüngigen Art sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn dahinter steckt ein sehr verletzliches Wesen. Hör auf, bitte. Wenn ich er wäre, würde ich dir jetzt eine kleben. Du kannst ja ganz schön austeilen. Aber ich wollte ja auch nicht, dass du Schmu schreibst. Ich wollte ja deine ehrliche Meinung. Und so eine mit so einer witzigen Schreibe können wir gut gebrauchen. Bist du dabei? Ja. Ach. Entschuldigung, aber draußen verteilen sie gerade die neue Schülerzeitung. Ist nicht wahr, Emma. Warum hast du nicht für alle eine mitgebracht? Hätten wir gemütlich zusammen lesen können. Sag mal. So, es reicht, Leute. Und Magda? Liest du auch Zeitung? Magda! Ah, die ist beim Arzt. Ja, die hat zum Rücken. Ach so, was Ernstes? Hat sich wohl ein Bruch gehoben. So, jetzt fangen wir mit der kleinen Leistungskontrolle an. Und zwar zuerst die Mädels. Bitte sehr. Darf ich zuerst? Was meinst du? Ich denke, du hast es am Rücken. Geht schon wieder. Ich habe mich nur ein bisschen verlegen. Gut, aber du musst dich erstmal aufwärmen. Ich bin hierher gelaufen. Okay. Ich gebe dir Hilfestellung. Herr Harnack, ich möchte es lieber alleine versuchen. Gut. Dann los. Toi, toi, toi. Du schaffst das. Prima, Magda, prima! Super, super! Das ist ein echter Fortschritt! Klatschen. Ah, nun habe ich es doch wieder so gemacht wie du. Letzte Ausnahme, okay? Okay. Alle führt gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.